In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe gerade geduscht und wir warten auf die HelloFreshBox. Heute wird nämlich aus der HelloFreshBox gekocht. Und ich nehme euch wieder mit. Ich bin mal gespannt, was es dieses Mal alles zu essen gibt. So, unsere Box ist wieder da. Ich wollte euch kurz zeigen, welche Rezepte es diese Woche gibt. Und zwar einmal wieder das Kids-Hit. Das sind Fischbällchen mit Kartoffelstampf, Buschbohnen und Tomatenmayonnaise. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Vielleicht mache ich das heute. Und dann haben wir hier einmal die bunte Bowl nach Thai-Art mit Brokkoli, Kokosreis, Avocado und Sweet-Chili-Soße. Und einmal die schnelle Fettuccine mit Trüffelöl, Austernpilzen, Champignons, Radkäse und Petersilie. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt alles. Ich mache euch auf jeden Fall mit bei dem Rezept, was wir jetzt nachkochen werden. Was zu trinken? So, ihr Lieben, jetzt war ich natürlich zu schlau und habe vergessen, die Kamera laufen zu lassen. Also ich dachte, sie läuft. Ich dachte, ich habe auf Start gedrückt, habe ich aber nicht. Auf jeden Fall war das Rezept sehr, sehr lecker. Kartoffelpüree haben wir noch ein bisschen übrig. Der schmeckt super, super, super lecker, Leute. Und wir haben echt viel übrig von einem Kilo. Ja, wir essen jetzt, haben wir etwas später. Jetzt essen wir noch den Kartoffelpüree, weil wir noch ein bisschen Hunger haben. Ich kann es nur empfehlen, dass jetzt die... Das Kids-Hit gewesen und perfekt für kleine Kinder. Das sind so wie, die schmecken so wie Frikadellen, nur halt mit Fisch. So ihr Lieben, meine Mama hat Lila gerade vorbeigebracht. Also was heißt gerade vor 2-3 Stunden. Sie schläft jetzt, Lila schläft auch halb. Ich muss Lila kurz in die, also rüberschieben, Moment. So, ich denke mal auch, der ist so in 2-3 Stunden da. Ich habe heute nicht viel gefilmt, ich weiß. Ich werde dann halt morgen weiter filmen. Ich weiß nicht, meine Speicherkarte spinnt momentan total. Ich muss auf jeden Fall eine neue Speicherkarte kaufen. Die kennt irgendwie manche Details nicht und ist natürlich doof, ne? So ihr Lieben, wir haben schon fast 1 Uhr. Und ratet mal, wer wach geworden ist. Mein Engelchen. Ich glaube, sie hat sehr spät bei meiner Mutter gegessen und hat jetzt natürlich Hunger. Wir haben von gestern noch türkische Pizza und Olga ist jetzt auch gleich da. Dann habe ich gesagt, ich mache einen Salat. Dann können die zusammen essen. Und ich mache jetzt für die beiden einen Salat. Wie gesagt, tu mal deine Hand weg annehmen. Dienstag fahren wir in die Stadt. Wir wollten zu Primark und ich wollte auch ein paar
Oberteile kaufen, Pullover und so. Ich wollte ihn überraschen, weil er hat wirklich nichts zum Anziehen. Das tut mir irgendwie voll leid. Ich sag dem, komm, ich bestell dir ein paar Sachen online und dann sagt er nö. Will er nicht, mag er nicht, deswegen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade am Aufräumen. Ich habe gerade Linas Kleiderschrank ausgemistet. Momentan läuft hier voll die Runde hier auf Instagram und YouTube. Dieser Aufräumwahn. Also ist kein Aufräumwahn, sondern eher, dass man eine Ordnung hat. Was ist heute mit mir los? Genau, dass man eine Ordnung hat. Das hatte ich auch damals bei Lina vor 3 Jahren. Weil ihr das damals geschaut habt. Ich glaube, das werde ich wieder einführen. Dass ich die Klamotten nicht mehr einfach so reintue, sondern. Also nicht falte, sondern einrolle. Das habe ich damals nämlich auch gemacht. Aber irgendwann habe ich dann nachgelassen. Ich weiß nicht warum. Ja, damit werde ich auf jeden Fall wieder anfangen. Habt ihr Lust, dass ich euch mitnehme? Der ist jetzt beim Fußball, wir haben gefrühstückt, also wir haben eine Toast gegessen. Und. Ach! Und du tut auch immer! Das ist kaputt. Du tut auch immer essen! Ja, der ist jetzt auf jeden Fall beim Fußball. Ich werde gleich, wenn er zurückkommt, kochen. Und zwar gibt's. Also ich habe ihn gefragt, er wollte jetzt Blumenkohl mit Joghurt und der Soße. Das schmeckt auch Lina ganz gut. Lina liebt Blumenkohl und Brokkoli. Ja, dann gibt es das heute bei uns. Ich bearbeite jetzt das Video, damit heute eins online kommt. Ja. Joghurt willst du? Ja. Okay. Ja, dann geben wir Madame einen Joghurt. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen und ich bin... platt. Ja, Alder ist gerade mit Lina im Schlafzimmer. Lina muss jetzt schlafen. Die schaukelt in ihrer Schaukel. Ach, ich habe sie jetzt eben abgelegt. Sie hat die ganze Zeit auf der Couch gelegen. Ja, wir wollten sie auch gleich duschen, damit wir uns gleich einen schönen Abend machen können. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Lina hat sich eben ein Marmeladenbrot gemacht. Sie wollte Marmeladenbrot essen. Nach dem Blumenkohl. So, ich überlege gerade, ob ich die Küche sauber machen soll. Dann muss ich das morgen nicht machen. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. You shine like gold. So selfless to all. And while I can't anymore. Ich bearbeite jetzt dieses Video, damit es direkt online kommt. Und ihr Lieben, mich haben einige gefragt, wie lange dieser Code noch gilt für HelloFresh. Ihr wisst ja, die erste und die zweite Box, darauf bekommt ihr 30%.
Und ja, die geht noch bis zum 15.03. Also ihr könnt euch da Zeit lassen, wenn ihr diesen Monat knapp seid. Also ihr könnt da jederzeit bestellen. Ab dem 15.03. ist der Code dann nicht mehr gültig. Ja, also wie gesagt, ihr könnt jederzeit bestellen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch inspirieren kann, weil wir sind bis jetzt immer zufrieden gewesen mit der Freshbox. Bei uns kam noch nie irgendetwas verschimmelt an oder irgendetwas war schlecht oder sonst was. Also es gab bis jetzt noch nichts, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Die Lieferanten sind super, super lieb. Super, super lieb. Die sind auch total kulant. Also ich war letzte Woche nicht zu Hause. Und die haben das einfach am nächsten Tag dann geliefert. Die waren so, so lieb. Die hatten halt eine Abstellgenehmigung bei uns, dass sie das hier abstellen können. Aber unsere Nachbarn haben leider die Tür nicht aufgemacht. Das war halt das Doofe. Aber sonst sind sie super lieb. HelloFresh genauso. Der Kundenservice ist top. Und ja, ich kann euch das nur ans Herzen legen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Immer wieder beantworte ich die gerne. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Die haben auch super Bewertungen. Das könnt ihr euch durchlesen, die Rezension und so. Aber benutzt auf jeden Fall den Code, weil 30% ist viel. Das ist fast die Hälfte, die ihr einsparen könnt. Ihr könnt wählen zwischen Classic Box, Family Box, vegane Box. Es gibt Thermomix Boxen, also das ist euch frei überlassen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir dann schreibt, wie eure Erfahrung war. Meine war bis jetzt immer gut. Ich benutze die HelloFresh Box seit 3,5-4 Jahren schon. Ja, 3,5 oder 4 Jahren auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Tschüss.